Leute, ich bin es, der Theo. Wir haben hier neue Bewohner, die ihr eigentlich hier auch noch nicht gesehen habt. Wir waren leider da drin. Da, hier war irgendwo noch die Babyschnecke, aber die hat sich wieder auf dem Weg nach unten gemacht. Oder? Hier ist sie. Ja. Hier ist sie. Die ist noch ganz klein. Ja. Und ich war heute in Remscheid. Und da habe ich so Sachen geholt, wie zum Beispiel einen neuen Filterschwamm. Aber ja. Und neue Saugnöpfe, ne? Neue Saugnöpfe. Hierfür. Nöpsis, ja. Und hierfür. Genau. Ja. Und was noch? Ich sehe dann hier unten auch noch was. Noch Pflanzen. Und was noch? Und noch die hier oben sind. Genau. Und fällt euch auf, was auch noch neu ist? Die Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und mal wieder mal zurück zum Thema. Ja. Die Mitbewohner, die sind jetzt schon überall, wo von denen werden jetzt hier von Hunderten davon sein. Mhm. Und dann, ja. Aber die Mitbewohner, das sind ja Helenenschnecken, ne? Mhm. Und du hast ja Ableger bekommen von der lieben Alex und von den lieben Harbo. Die Pflanze da mit den langen Blättern. Und die von hellgrüne, denen? Genau. Und dann nochmal die mit den langen. Genau. Und die rote Pflanze, die hast du heute gekauft, richtig? Und von die den Schwimmpflanzen. Hier, genau. Und da noch einmal eine kleine. Genau. Ja, wollt ihr einmal nach oben, von oben nach unten gucken? Da sieht man schon eine Strömung. Hier guckt. Das geht dann immer jetzt hier weiter. Und dann, wenn. Und wie viel Grad ist im Wasser? 25 Grad. 25? Ich guck mal. Ja. So halb von denen. Ja. Und dann will ich mir noch einen Schlücken schlucken. Wegen. Von denen, dass es jetzt nicht bis 100 ist, weil dann müssen wir ja alle noch anfangen. Ach, das wird nicht passieren. Ah, und was hast du noch gemacht? Du hattest ja da oben ein Loch, ne? Ja. Wisst ihr noch, wo es ist? Das ist hier, wo das schwarz ist. Cool. Jetzt haben wir das verstopft. Ihr könnt mal von ganz hinten gucken, wo das Loch war. Mhm. Hier. Das war hinten. Ja. Und da ist jetzt noch etwas davon. Aber jetzt kommen wenigstens nicht mehr die Fische. Ja. Und jetzt können die sich noch hier verstecken. Ja. Und dann kommen noch irgendwann die Fische rein. Ach, und du bist. Wieso kriegst du Fische? Nee, ich passe auf die Fische auf. Mhm. Lang. Welche krank sind? Die Sonja und der Thomas? Mhm. Sonja und den Thomas. Ja, und ich muss auf dem Becken aufpassen. Und auf die Fische. Aber jetzt sind noch keine Fische. Ja, wir müssen uns noch spannen lassen, welche Fische es sind. Also, viel Spaß noch bei den Sachen, die wir euch vorgeführt haben. Und ciao!